Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir machen hier den Mähdrescher leer und verkaufen den Raps. Nehmen natürlich den restlichen Raps noch mit. Gucken mal, der ist mittlerweile fertig. Das ist gut. Können wir den zusammenklappen und gleich die Sämaschine hängen? Nee, wir wollen ja einen neuen Traktor eigentlich kaufen. Das heißt, wir fahren mit dem runter und grubern. Das müssen wir ja bei dem anderen Feld sowieso machen. Lassen wir den nämlich gleich da dran. Und schicken den Kameraden zum Grubbern runter. Ja, der hoppelt aber auch ganz schön. Ja, es kommt die Zeit der großen Traktoren. Es wird nicht mehr lange dauern. Hoffe ich. Glaube ich. Wünsche ich. Naja, wir haben ja schon viele, viele Folgen zusammen durch. Aber wir haben natürlich auch so gesehen schon sehr viel erreicht. So, das heißt, wir stellen hier natürlich jetzt gleich den Helfer ein. Fahren erst einmal den Kollegen auf die Seite. Damit der hier nicht im Weg steht. Und zwar fahren wir den mal so hier hin. Ich hoffe, das passt so. So, jetzt fahren wir erstmal zu unserem Silo und werden den restlichen Raps holen und das noch verkaufen. Ja, und dann bin ich gespannt, reicht es für unseren neuen Traktor? Wir brauchen circa 10.000 Euro dafür. Plus noch ein bisschen Geld für die Sämaschine, weil das Saatgut wird ja direkt aus der Sämaschine gekauft sozusagen oder in die Sämaschine reingekauft durch den Helfer. Die Helfer kosten auch noch ein bisschen Geld, also es wird eine enge Geschichte. Wir müssen einfach mal schauen, wo wir dann liegen. Was machen unsere Kühe? Die sind jetzt auch mal langsam ganz wichtig. So, da haben wir noch ein bisschen Raps über, das ist klar, aber die Kühe. 9.000, ja gut, das geht noch. Ah, so, füllen wir hier auf. So, 1.600 Liter. Das sollte, glaube ich, um 7 Uhr geleert werden jetzt. Da gucken wir dann mal. Oh, da ist aber richtig viel Zeug jetzt nochmal drin. 20.000. Ja, das wird ganz eng. Könnte aber gerade so hinhauen, wenn ich richtig liege mit 7 Uhr. Was macht eigentlich unser... Moment, mit 7 Uhr? Ja, dann könnte das passen. Ansonsten... Oh, Kredit ist voll ausgeschöpft. Da müssten wir uns eigentlich auch mal dran machen. Aber im Moment müssen wir erstmal investieren. Wir brauchen ja bessere Maschinen, um schneller Geld zu verdienen. Das ist erstmal viel wichtiger. Also die Kühe arbeiten sozusagen oder produzieren nur 35% der normalen Milch. Ja, das ist, weil wir jetzt auch erstmal mit der Silage nicht weiterkommen. Weil für die Silage bräuchten wir jetzt dann schon wieder einen Futtermischwagen und da haben wir natürlich auch wieder kein Geld dazu. Also es dreht sich alles noch so ein bisschen im Kreis, genauso wie ich hier gerade. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank beim Zugucken. Gehen wir ein Stückchen weiter weg. Ich glaube, dann ist das nicht ganz so anstrengend für euch. So. Auf dem Weg zur Gaststätte. Ja. Unten läuft ja der Gruber jetzt schon und oben müssten wir eigentlich jetzt schon gleich wieder einsehen. Ansonsten müsste oder könnte ich ja diesen Traktor auch dafür benutzen. Aber dann können wir natürlich, während unsere Helfer arbeiten würden, nicht am Gras weitermachen. Und wir wollen das ja so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich ausnutzen, das Ganze. Also wäre ein neuer Traktor auf alle Fälle sinnvoll. Und düngen müssen wir ja auch noch. Das ist ganz, ganz wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen, weil sonst verlieren wir ja die Hälfte unserer Einnahmen. Aber diese Fragen werden gleich alle beantwortet, wenn wir sehen, was wir zusammenkriegen. So, 65.000 Euro kostet der Traktor. Wir haben 65, 66, 67, 68, 69, 70. Jawoll! Wunderbar. Wunderbar. Das ist genial. Also, 65.000. Oder, gucken wir nochmal schnell, gibt es zufällig irgendwelche Angebote?
Sonderangebote gibt es keine. Gut, also holen wir uns den Bührer-Traktor. Und jetzt muss ich aber nochmal schnell nach Gewichten gucken. Zwei Traktoren, zwei Gewichte. Nein, wir brauchen natürlich noch ein Gewicht für den Traktor. So, dann können wir damit loslegen. Und zwar gucken wir erstmal jetzt. Da ist unser neuer Traktor. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Und es reicht uns vom Geld. So, da hängen wir nämlich jetzt die Sämaschine dran. Und werden dann mit der Sämaschine parallel zum Gruber schon mal arbeiten. Der Gruber ist gerade unten unterwegs. Wir können oben schon einsehen und sparen dadurch natürlich einen Haufen Zeit. Den Hänger lassen wir während der Wachstumsphase oben am Bauernhof stehen, nehmen den Ladewagen mit und können uns endlich wieder ein bisschen um unsere Kühe kümmern. Ja, für zusätzliche Kühe haben wir natürlich jetzt erstmal kein Geld. Warum fahre ich eigentlich immer hier außen rum? Ich muss doch sowieso hoch erstmal den... Ich muss ja erstmal die Sämaschine kaufen. Ne? Denn der grobert hier fleißig, da ist er auch schon bald durch. Also hoch zur Sämaschine. Da brauchen wir die auch zuerst, weil oben ist ja schon gegrubbert. Ja, nehmen wir mal ein bisschen die Abkürzung. Spart ja auch ein bisschen Zeit. Ein Teil habe ich ja auch schon gedüngt. Das werden wir jetzt gleich hier fortführen. So, erstmal die Sämaschine dran. Ich hoffe, die habe ich da schon aufgefüllt. Ja, so, und wir nehmen Raps. Sämaschine aufklappen. Ab nach drüben. So, und jetzt sind wir nämlich schon wieder einen Riesenschritt weiter. Unten arbeitet der Grubber. Hier arbeitet jetzt die Sämaschine. Da schmeißen wir auch gleich den Helfer rein. So, und zusätzlich werde ich hier jetzt weiter düngen. Das heißt also, wir haben jetzt drei Geräte im Einsatz. Sofern der hier jetzt noch seinen Weg findet. Jawohl. Wir haben jetzt drei Geräte im Einsatz und jetzt können wir natürlich viel effektiver arbeiten. Kommen da viel besser durch, auch wenn ich jetzt hier die Breite mit der Düngemaschine nicht richtig gut ausnutze. Aber ich muss eh noch einmal zurück. Hätte auch so nicht gereicht. Und dann ist das obere Feld schon wieder im Wachstum. Das untere können wir auch gleich vorbereiten. Und während der Wachstumsphase haben wir ja eh genug Zeit. Da holen wir dann den Hänger zurück und kümmern uns um unsere Kühe. Werden Gras sammeln, mähen. Was mich ja auch reizen würde, wäre, wenn wir uns da unten dieses Feld 35 kaufen, direkt neben der Kuhweide, dann bräuchte man nicht immer außen rum zu fahren. Aber mit dem Geld, was wir im Moment haben, kommen wir da wirklich nicht weit. Da haben wir kaum Chancen. Aber vielleicht können wir da nach der nächsten Ernte mal drüber gucken. Das könnte natürlich dann doch nochmal einen Vorteil bringen, was die Kühe betrifft. So, der ist fertig. Und nun. Ach, so macht das Spaß, ne? Unten arbeitet ein Helfer, oben arbeitet ein Helfer. Ich dünge. Also jetzt kommen wir vorwärts. Jetzt kommen wir richtig vorwärts. Ja, und ihr seht aber, der Traktor, der kämpft und kämpft. Also für die kleinen Flächen geht es ja noch. Aber wenn wir später jetzt noch ein Feld dazu kaufen, zum Beispiel das Feld 27 oder das Feld 14, ja, dann sollten wir uns doch Gedanken machen, ob wir nicht auch eine größere Düngemaschine holen. Denn mit dem kleinen Hoppetouch kommen wir nicht weit. Gut, das sind aber auch gleich wieder 100.000 Euro, die wir brauchen. Denn wir müssen ja auch dann dafür einen stärkeren Traktor holen. Denn das kleine Huddelchen schafft das beim besten Willen nicht. So, und wir stellen den Tempomat auf 3, schalten die Maschine ein und legen los. Wo ist eigentlich unsere? Da oben kommt sie. Da kommt unser Grubber, jawohl. Sehr schön, seht ihr. Und parallel wird oben schon eingesät. Und ich dünge auch noch. Also ich denke mal, viel effektiver geht es im Moment erstmal noch nicht. Später gibt es da schon noch was, aber jetzt können wir das erstmal so nutzen. Ja, ihr seht, wir haben auch insgesamt noch Minus gemacht. Also im Moment sind wir noch nicht so ganz in der Gewinnspanne. Gut, wir haben jetzt noch die Anschaffung, wir haben da einen Traktor geholt. Ja, aber trotzdem, also da
müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir vorwärts kommen. Und ihr seht schon, Sämaschine plus zwei Helfer. Das geht richtig ins Geld. Das Geld geht richtig schnell nach unten. Und dem will ich ja eigentlich durch die Kühe ein bisschen vorbeugen. Die Zeit jetzt kann ich natürlich nicht hochdrehen, weil ich einsehe. Ah, okay, oben die Sämaschine ist fertig. Ah ne, der Gruber hier unten ist fertig. Entschuldigung, ja, das ist ja der Gruber hier unten. Dann ist der Kamerad durch. Die Sämaschine arbeitet natürlich oben noch weiter. Ich fahre jetzt hier nur noch schnell einmal das fertig. Dass wir hier das Feld auch mit dem Düngen abschließen können. Dann braucht dann nur noch die Sämaschine nachher durchfahren. Und dann können die zwei Felder wachsen. Und dann holen wir den Hänger und kümmern uns um unsere Kühe. Ja, nach der nächsten Ernte würde ich sagen, stocken wir vielleicht auch mal ein bisschen auf. Holen wir wieder 5 Kühe dazu. Das sind 10.000 Euro. Aber ihr seht, die bringen ja jetzt schon 1.600 Liter. Das heißt, wir kriegen da ja schon wieder 3.200 zurück. Also das rechnet sich doch sehr schnell mit den Kühen. Ja, sollten wir dann doch nach der nächsten Ernte definitiv noch einmal Kühe holen. So, dann ist das Feld auch fertig. Dann stellen wir den und den Gruber auf Seite. Und gucken nochmal, was die Sämaschine oben macht. So, der ist fertig. Den stellen wir mal direkt wieder in Position. So, wo ist unsere Sämaschine? Da. Ah ja, die ist auch bald fertig. Die muss nur noch zweimal fahren, das ist gut. Dann klappen wir den Gruber ein, stellen den schon mal wieder hin. Dann haben wir nämlich alles schon mal wieder ordentlich weggeräumt. Also nicht ganz weggeräumt, aber zumindest irgendwo sauber mal hingestellt. Dann haben wir jetzt sogar noch Zeit, den Hänger zurückzuholen. Solange unsere Sämaschine da oben noch arbeitet, können wir jetzt nichts anderes machen. Also bringen wir den schon mal wieder nach Hause. Ja, und wie gesagt, Feld 35, ja, das wäre eine Option. Aber jetzt müssen wir erstmal den Kühen wieder etwas Gütter bringen. Nein, den Kühen wieder etwas Futter bringen. Ich habe nur die Buchwechsel verstaubt. Damit wir uns da nicht auch dauernd Sorgen machen müssen, sondern dass wir wissen, okay, die haben für 6 Tage genug zu fressen, was wir dann eventuell sogar noch überhaben sollten. Das können wir natürlich auch jederzeit nebendran das Silo packen und vielleicht für später sogar schon ein bisschen Silage vorbereiten. Da müssen wir dann mal schauen. Aber mit dem neuen Trecker sind wir auf alle Fälle jetzt schon mal viel, viel besser bedient, können viel besser arbeiten. Ah, die Sämaschine oben ist fertig, dann wechseln wir schnell zu der hin. So, fahren einmal nach hinten, dass die schon mal wieder in Position ist. Und wenn die in Position ist, machen wir genau da an der Stelle morgen weiter. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt heute doch wieder einen Schritt vorwärts gekommen. Also ihr seht, es lohnt sich immer wieder reinzuschauen. Es gibt manchmal kleine, manchmal große Veränderungen, aber es tut sich immer was. Deswegen abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt und sagt, okay, da bleib ich mal am Ball. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen in meinem Kanal, die ich euch gerne anbiete. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne, gerne Daumen. Schreibt in die Kommentare. Ich kann sie zwar nicht immer direkt beantworten. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen oder wie viel auch, weiß ich noch nicht, am Stück aufnehmen. Aber ich gehe auf jeden einzelnen Wunsch und auf jeden einzelnen Kommentar ein und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, Servus und Tschüss.